Herzlich willkommen bei Engels Bastelwelt. Heute mit der Verlosung von der Challenge und ich zeige euch die Karten, die ihr mir geschickt habt, ihr Mäuse. Dafür vielen, vielen Dank. Diesmal war die Teilnahme wieder super. Vielen, vielen Dank dafür. Und zwar legen wir los mit der letzten. Das war von der Christine. Sie sind alle noch original verpackt. Ich habe sie diesmal alle original, wie sie sind, in mein Schubfach geräumt. Und zwar habe ich von der lieben Christine so, meine Adresse dürft ihr sehen. Diese wunderschöne Restpapierkarte bekommen. Wie ich finde, sehr, sehr geil. Restpapier natürlich perfekt umgesetzt. Super Idee. Wunderschön. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Sehr schön. Danke dir. Voll süß, den Umschlag auch noch gestempelt. Richtig schön. Vielen Dank. So. Dann geht's weiter mit der Jessica. Jessica hat uns die Karten geschickt. Ja, genau, das war's. Und zwar haben wir diese schöne Karte. Auch sehr, sehr, sehr schön. Dieses Papier habe ich auch wunderschön. Mit Tannenbäumen. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Dann diese wunderschöne Karte mit einer wunderschönen Technik. Sehr cool. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann noch diese Karte. Auch sehr schön. Schlicht, aber auch sehr schön. Vielen, vielen Dank. Oder mit sie? Mit sie. Und dann habe ich von der lieben Selma auch wieder zwei wunderschöne Karten bekommen. So, Selma. Und zwar haben wir diese schöne Karte mit dem wunderschönen 3D-Effekt. Also ist auch 3D geklebt. Richtig geil. Auch sehr, sehr schön. Sehr edel. Vielen Dank dafür. Kannst du mir mal sagen, ob das eine Stanze ist oder ob du das Teil fertig gekauft hast? Sieht schon echt bombastisch aus. Sehr cool. Und dann noch diese wunderschöne Karte mit den Perlen verziert. Auch sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Hinten auch verziert. Auch süß. Sehr schön. Dann mache ich mal auf, nicht, dass ich da unterschlage, ob du eben auch verziert hast. Ui, da hätte ich ja fast was unterschlagen hier. Sehr schön. Auch echt cool. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Kasten, ne? Entschuldigt. Jetzt. Ich will es ja auch nicht kaputt machen. So. Die Karten gehen übrigens diesmal nach Neustadt ins Altenheim. Oh, ist das schön. Ui. Sehr schön gemacht. Danke dir. Hätte ich fast unterschlagen. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen für dich. Das will ich nicht. Danke dir. Aufgeschrieben habe ich schon. Dann geht es weiter mit der Conny. Entschuldigung. Oh, voller Schleimkloß. So, von der lieben Conny haben wir das Päckchen. Genau. Und zwar haben wir. Wow. Sehr schön. Wow. Wow. Krass. Schön. Danke dir. Das war diese wunderschöne Karte. Und die geht. Wow, Conny, du bist verrückt. Wow, wow, wow. Wow. Schaut euch das mal an, wie wunderschön das ist. Wow, krass. Richtig gut, Conny. Wow. Ich bin voll perplex. Wie wunderschön ist das denn bitte? Vielen, vielen Dank dafür. Oh, ich bin immer noch hin und weg, ne? Wow. Ey, da bin ich beeindruckt, du. Respekt. Vielen Dank. Ey, ich habe Gänsehaut, ne? Mir geht das so nahe. Wow. Danke. Das ist so, so lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Wow. Ey, das ist... Wow. Krasse Sache. Alter Schwede. Wow. Puh. Respekt. An sowas traue ich mich halt noch gar nicht ran. Also gar nicht. Auch wunderschön. Auf die Idee, das mit so Glitzerpapier, den Schneehintergrund zu machen, wäre ich nie gekommen. Richtig schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Ach nee, nicht, dass ich was unterschlag. Okay, gut. Und ihren Stempel. Danke, Conny. Boah, ich bin gerade noch perplex, ne? Sowas habe ich noch nie in der Hand gehalten. In echt, das ist ja noch tausendmal schöner wie in Videos oder so. Boah, krass. So, dann geht's weiter mit der Ute. Die liebe Ute hat mir ein größeres Umschlag geschickt. Muss ich mal gucken, wie ich den jetzt aufkriege. Uno momento. Ute war auch wieder super fleißig. Was habe ich von der Ute?
voll süß. Hinten sind noch ein paar Worte an mich. Vielen, vielen Dank. Jetzt muss ich mein Album echt mal anfangen mit euch. Wow, danke. Sehr, sehr schön. Ja, das war's. Vielen Dank, liebe Ute. Und zwar hat die Ute ganz fleißig gebastelt. Das sind ja vier Karten. Und hat uns Entschuldigung, musst du kurz Pause machen. Und zwar, wie gesagt, von der lieben Uta haben wir vier Karten bekommen. Auch wunderschön, wie ich finde. Sehr cool. Das ist aber ein fertiges Teil, aber wunderschön. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Herrlich. Danke. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schöne Grundkarte. Mega. Vielen Dank dafür. Wow. Auch sehr schön. Hier kann ich auch machen. Sehr cool. Das ist Papier von Ideen mit Herz, gell, Ute. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das ist so mintgrün, so ganz helles mintgrün. Sehr, sehr schön. Ui, was für das? Wow. Sowas wollte ich auch machen. Sehr cool. Wow. Schön. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Danke dir, Ute. Echt schön, ne? Respekt. Wow, cool. Danke. Also auch nochmal an alle vielen, vielen Dank. Ich freue mich so heftig dolle, dass wir das mehr teilgenommen haben. Wäre echt schade, wenn man das aufhören würde. Aber wie gesagt, für drei, vier Teilnahmen ist mir der Aufwand ehrlich gesagt echt zu groß, weil ich muss ja die ganzen Einrichtungen erst anschreiben, ob das okay ist und so, ne? Und ja, 90% kriegt man nicht meine Antwort, teilweise gefühlt schon 95%. Das ist immer sehr ärgerlich. Sehr schön. Auch ein wunderschönes Mandala. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Danke, Uta, hast du dir einen Haufen Arbeit für uns gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke. Jetzt habt ihr mir im Schubfach auch geil. Okay, und dann geht's weiter. Bum, bum, bum. Ja. Mit der Brigitte. Brigitte hat auch ein dickes Paket. Oh mein Gott, ich weine gleich. Oh, bist du verrückt? Danke. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, du bist doch verrückt. Ja, das war's. Brigitte, wow.
Oh, danke. Oh, vielen, vielen Dank. Und wunderschöne Karten. Schaut euch diese wunderschönen Karten an. Auch sehr, sehr gut. Restpapier auch wieder perfekt umgesetzt. Sehr, sehr schön. Guckt euch das mal an. Wow. Vielen, vielen Dank. Und innen dann auch noch wunderschön wieder dekoriert. Vielen Dank. Sehr schön. Die ist auch nicht eben mal schnell gemacht. Respekt. Ey, ihr übertrefft es jedes Mal, ne? Wow. Ohne Mist, mir fehlen die Worte. Und dann noch diese wunderschöne Karte. Selbst koloriert. Auch sehr, sehr schön gemacht. Wunderschön. Vielen, vielen Dank. Ui. Wie schön dekoriert. Goldig. Sehr schön. Danke. Sehr, sehr schön. Guckt euch diese geilen Sticker an. Das kenne ich ja auch so noch gar nicht so. Krass, 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 krass. Wie wunderschön einfach. Wow. So schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Boah. Danke. Oh Gott, sind die schön. Das ist echt toll. Danke, 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 meine Liebe. Und ich schwöre euch, die sehen in echt noch tausendmal besser aus wie im Video. Auch sehr cool mit den Kaffeetassen. Boah. Wunderschön. Wunder, wunderschön. Oh, ich weiß nicht, wie die Blumen heißen. Die sind auch so edel. Schön. So schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke, 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 danke. Oh mein Gott, das ist so toll. Ja, die Vögel sind ja immer. Oh. Schön, schön, schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Wow. Danke dir. Brigitte habe ich aufgeschrieben. Jetzt kommen wir mal zu meinem Beitrag. Ich habe aus den alten Blöcken ein paar Karten gemacht. Also alles halt, brauche ich nicht viel dazu sagen. Das ist erhöht aufgeklebt, das ist flach. Menge was ausgeschnitten. Ich habe es hier einfach gehalten und ihr macht hier so wunderschöne Karten. Und dann habe ich die noch. Ich fühle mich gerade so schlecht. Ey, ihr zaubert da sowas hin und ich mach halt Reste. Wow, wie großartig. Der kommt weg. Krass. Vielen, vielen, vielen Dank. Jetzt ist sie eingepennt im Schubfach. Jetzt gucke ich mal, ich habe da noch eine von der Conny.
habe ich die falsch geräumt, Conny? Oder hast du zweimal geschickt? Oh nee, die ist für mich. Oh mein Gott, ist die schön. Ja, hat funktioniert, liebe Conny. Wow, ist die schön. Danke. Danke. Ich drück dich ganz, 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 ganz lieb. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, ist das eine wunderschöne Karte. Ich lese nur gerade. Danke dir. Ich drück dich ganz dolle. Oh, schön. Danke, Süße. Wow. Vielen Dank. Hätte ich das gewusst, hätte ich sie aufgemacht. Aber egal, jetzt freue ich mich mit euch. Schatzi, ich muss noch mal meine Süße. Die Anke fehlt noch. Die Anke fehlt noch. So, langsam hier. Langsam nicht fallen. Super. Und zwar habe ich noch, soweit ich weiß, die Anke. Genau. Boah, ich bin gerade so durch den Wind. 7 ist die Anke. Und zwar hat die liebe Anke auch wieder einige Karten gebastelt. Genau, Schlaf da hüben. Und zwar haben wir drum, 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 drum. Diese wunderschöne Karte. Sehr schön gemacht, Anke. Restpapier auch wieder super umgesetzt. Sehr, sehr schön. Sind es die Farben von Action? Wow, danke dir. Sehr schön. Du warst fleißig, du. Wow. Auch eine super coole Idee. Auch sehr schön. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. So schön gemalt. Schön. Ihr seid alles so großartig, ohne Mist. Wow. Auch wunderschön. Das Haar mache ich mal weg, ne? Na? Das hast du aber schön runtergeklebt, du. Ich krieg's nicht weg, warte mal. Ich habe auch fast keine Nägel mehr gefühlt. Jetzt. Sehr, sehr schön. Richtig herrlich. Vielen Dank. Super, Anke. Schön. Wow. Okay. Auch sehr cool. Hast du schön gemalt diesmal? Hast du viel gemalt? Sehr schön. Ist das ein Action-Block? So ein Slimline. Kriegen wir so drauf? Sehr, sehr schön. Danke dir.
cool mit dem Bubbel auf dem Stern, also der Halbperle. Sehr cool. Noch zwei. Wow. Okay. Vintage. Sehr cool. Du machst ja so eine Arbeit immer. So liebevolle Details. So schön. Sehr, sehr schön. Wow, guckt euch das mal an. Sehr schön. Danke. So. Und noch eine gemalte. Auch sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war mein Bauch, entschuldigt. Schön, danke. An alle nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ihr seid so großartig. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke. Ihr seid klasse. Ihr seid so klasse. So, machen wir die Verlosung, meine Süßen. Dum, 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 dum. Ich suche. Warum habe ich so viel Mist auf meinem Handy? Wo ist das Ding? Sag du mal da. Dum, 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 dum. Wir machen zur Zahl. Und zwar sind wir diesmal 7 Leute. Da ist die Liste, dass ihr mitschauen könnt. 7 Leute, ein Ergebnis. Und Werbung Ende. Die Nummer 6. Brigitte, Glückwunsch! Super! Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Melde dich nochmal bei mir und dann kriegst du dein Geschenk von mir. Glückwunsch! Ich glaube, du hast noch nicht gewonnen, ne, Süße? Sehr cool. Sehr, sehr cool. Cool, cool, cool. Ich danke euch ganz, 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 ganz dolle für die Teilnahme. Ihr seid alle großartig. Vielen, vielen Dank. Danke für die Kleinigkeiten, für die Geschenke und oh, dieses allein sowas oder wie von der Christine. Andersrum zeige ich es jetzt nicht, weil da stehen persönlich Worte an mich dran. Es berührt mich sehr. Vielen, vielen Dank dafür. Wirklich. Danke. Ich drücke euch alle ganz, ganz dolle. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ganz wichtig, drum, 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 bevor ich es vergesse, für die neue Challenge ist das Thema Danke. Und zwar habe ich mir dafür was überlegt und zwar ist das vielleicht auch in eurem Interesse, könnt ihr mir super gerne in die Kommentare schreiben. Und zwar möchte ich, dass ihr eine Danke-Karte macht. Und entweder macht ihr den Beruf drauf oder ihr schreibt es mir irgendwo dazu. Und zwar möchte ich eure Karten an den Berufszweig, den ihr wünscht, als Dankekarten abgeben. Einfach um den Leuten ein Dankeschön zu geben für ihre Arbeit. Zum Beispiel im Krankenhaus, Pflegeheim, Polizei, Feuerwehren und so weiter. Beispiele. Wenn ihr sagt, ey, ihr wollt einem Einzelhändler Danke sagen, dann macht man das so. Ist auch eine Challenge für mich, aber es wird so wenig Danke gesagt im Leben. Es wird so wenig Danke gesagt, es wird so wenig wertgeschätzt. Und ich möchte das neue Jahr für die Leute mit einem Dankeschön starten. Genau.
Und zwar, wenn ich mich nicht täusche, es ist der 25. Sekunde. Nee. Der 28. 28. Dezember. Mach mal einen Sendeschluss. Genau. Mach mal am 28. den Einsendeschluss. Wie gesagt, eine Dankekarte. Und entweder ihr macht den Beruf drauf oder ihr schreibt mir dazu, wo es hin soll. Genau. In dem Sinne verabschiede ich mich, wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn ihr noch nicht habt, ein Abo. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder. Tschüss, ihr Mäuse, ich drück euch.